Hi Leute, heute gibt es wieder ein XXL versus Mini Video. Wir sehen doch hier den kleinen und großen Krankenwagen. Wow, der ist aber echt mini, oder Leute? Der lässt sich ja kaum noch fahren. Wir sehen schon, sehr empfindlich in der Lenkung. Mehr als empfindlich. Da dreht es mich ja immer voll schnell und so, Leute. Wow. Ja, ich zeige euch hier, mit Hilfe von Asamods könnt ihr die Fahrzeuge größer und kleiner machen. Genau, und wir sehen doch auch gleich im Einsatz, wie sich das auswirkt. Können wir die Fahrgäste mitnehmen oder nicht? Bleibt dran, wir finden es raus. Ja Leute, weil wir haben ja nämlich ein richtig cooles Tool, die Toolgun in Asamods. Damit können wir über den Resizer Fahrzeuge größer und kleiner machen. Und wir sehen, wir haben hier schon den verkleinerten Krankenwagen. Wir könnten ihn noch kleiner machen, aber so ist er schon recht mini. Wir sehen, der ist schon so groß nur noch wie so ein Kleinwagen. Ja, also echt mini. Damit können wir doch bestimmt gar keinen Patienten mitnehmen, oder was denkt ihr? Das sieht jetzt schon lustig aus mit den Türen. Da kriegen wir auch garantiert niemanden rein. Aber es sieht auf jeden Fall sehr putzig aus. Ja, und wenn ihr denkt, das war schon klein, dann schaut doch mal hier. Ja, das ist ja mal richtig mini. Es verhält sich aber sehr lustig in der Lenkung. Und die Türen sind irgendwo ganz hinten, also weil die da attached sind ans Modell, wie das aussieht. Und dann hängt es irgendwie viel weiter hinten. Das ist auch das Problem mit den, wenn man vergrößern, fällt es genauso. Aber er macht lustige Stunts und Drehungen und Flips. Ja. Und wir sehen, er raucht sogar schon einen Krankenwagen, also der hält nicht mehr lange durch. Nicht mehr arg. Oh. Aber dafür tut es mich voll verdrehen und verzwirbeln. Lustig, lustig. Aber halt auch sehr unkontrollierbar, wie ihr seht. So richtig starke Lenkung ist hier nicht drin, dann dreht es mich gleich um 180 Grad oder so. Ja, etwas schlechtere Bodenhaftung, ne? Ja, wir können auch noch andere Gegenstände, wie zum Beispiel Schneemänner, größer machen. Ja? Aber ihr seht, auf dieses Objekt selber, das hier bereits platziert ist, geht es nicht. Also man kann es nicht auf alle bereits platzierten Objekte anwenden. Aber wir haben den Vorteil, wir können uns auch die Items selber spawnen mit dem Item Spawner. Mit Custom Items muss das Custom Item Mod in Asamods aktiv sein und dann können wir hier platzieren. Und mit Hilfe der Physik Gun könnt ihr auch Items in der Welt hin und her ziehen und richtig platzieren in der Höhe. Und könnt auch die Items rotieren. Genau, also das ist auch eine feine Sache. Sehr lustig. Der Nachteil ist allerdings, dass die Spieler, die kein Asamods drauf haben, können diese Objekte nicht sehen. Können allerdings damit kollidieren. Also ihr könnt dann theoretisch schon hier mehrere Schneemänner hinmachen und andere können reinfahren und es zählt. Ja, nur gesehen wird es halt nicht. Das ist schade. Auch wenn die anderen Spieler Asamods drauf haben, haben wir schon getestet. Ja, und seht ihr, sogar viel größer gemacht. Ja, wir können nämlich auch einstellen, wie arg größer die Objekte werden sollen. Und wenn wir halt öfters das Vergrößern anwenden, wird es halt noch größer. Ja, das ist mal mächtig groß, oder? Habt ihr schon mal so einen großen Schneemann gesehen? Das braucht eine Weile, den zu bauen, oder? Kolossal geradezu. Und bäm, weg war. Da hat es ihn weggehauen. Stimpy hat ihm den Rest gegeben. Ja, das hier nochmal so als kleine Demonstration, ja, damit ihr seht, wie wir hier vergrößern und verkleinern können, können halt auch die Objekte halt hin und her ziehen. Und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns doch nochmal hier dem Krankenwagenjob. Ob wir denn mit dem großen Wagen hier gut beikommen oder nicht. Ja, und ihr seht, was ist da los? Er macht nur die Tür größer. What? Obwohl ich auf dem Wagen bin mit meinem Ziel, da ist es wohl sehr empfindlich. So, und wir haben unseren kranken Wagen. Oh mein Gott, der ist ja riesig, Leute. So ist er schon groß. Der ist schon groß. Oh mein Gott, Spidey ist drunter. Komm schon, Spidey. Kommst du da weg? Wir sehen, die Türen verhalten sich hier ein bisschen komisch. Jetzt sind die so innen. Ja, aber da richtig transportieren können, da wird Spidey halt festhalten müssen oder so, denke ich mal. Damit der Patient nicht rausfliegt. Nur so beeilen, nicht, dass Morkisan zuerst da ist. Mensch, 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 go, go, go. Das ist mir auch auf dem Weg mit seinem Krankenwagen. Wollt ihr doch jetzt aber sehen, wie sich das verhält mit dem großen. Noki, warte. Aber da ist schon die Unfallstelle. Und Krankenwagen schon am Start. Oh, Moki hat ihn schon mitgenommen. Moki, warte doch. Ich habe schon nichts mehr zum Transportieren. Aber wir sehen auch, die Türen werden ein bisschen lustig, oder? Es sieht ein bisschen komisch aus. Da würde der Patient wohl rausfliegen.
Ja, der Krankenwagen verhält sich natürlich auch etwas behäbiger in der Größe, ist ja klar. Der lässt sich da nicht so gut lenken, ne? Auch in den Kurven nicht so ganz gut. Und Spidey ist wieder weggefetzt. Oh mein Gott, Spidey, komm mit. Dann lass uns doch mal schnell zum Krankenhaus. Monkey gibt schon ab. Schade, wollte ich doch hier testen. Mensch. Aber ich bin mir schon sicher, dass das halt auch nicht gut gegangen wäre. Genauso wie halt klein. Da passt der gar nicht rein. Oh mein Gott, und jetzt ist der so groß. Da kriegen wir auf jeden Fall jemanden rein. Aber das Problem ist halt, die Türen sind offen, ne? Die Türen sind offen und der Patient fliegt raus. Oder weg. Wie in diesem Fall. So kann es natürlich auch gehen, wenn der Krankenwagen crasht. Was wir natürlich nicht hoffen wollen. Nicht so gut im Einsatz, ne? Ah, Spidey, du bist wieder da. Sehr schön. Und wir sehen, die Türen verhalten sich hier ein bisschen komisch. Jetzt sind sie so klein. Seht ihr? Die sind so an der Seite. Das ist ein Minitürchen. Das ist ein bisschen Luhustig. Und jetzt werfen wir noch mal einen Blick hinter die Kulissen, indem ich euch hier zeige, wie das Asamods-Interface aussieht. Genau, hier habt ihr nämlich die verschiedensten Funktionen. Ja, wie zum Beispiel unendlich Häuser kaufen oder den Spielernamen ändern oder Achievements anlocken, also Presents oder andere Sachen wie Klamotten. Und wir können auch Emotes und die Kamera freischalten, das Fahrzeugverhalten verändern, das Bewegungsverhalten verändern und wir können auch hier mit der Toolgun können wir dann dementsprechend auch Items spawnen bzw. verkleinern und vergrößern und wieder entfernen. Ja, also damit könnte man auch Geldsäcke spawnen ohne Ende und den Wert selber eingeben. Dass das aber funktioniert, müssen wir hier Custom Items enablen. Erst dann erscheint auch die Pistole. Genau, wenn wir sagen Give Item, davor funktioniert es nicht. Genau, richtig Leute. So geht's nämlich. Und wir können jetzt hier auch dementsprechend verschiedene Aktionen durchführen mit der Pistole. Wir können hier Größen verändern, wir können entfernen, wir können Geld geben, wir können Blitze einschlagen lassen, wir können die Terrarhöhe erhöhen und niedriger machen. Also da haben wir doch ganz schöne Möglichkeiten und da kommt bestimmt auch noch mehr, mit Sicherheit. Und hier können wir ja sagen, in welcher Skalierung. Also es wird dann in beide Achsen jeweils eins größer und so meist zwei größer. Und so können wir ein bisschen ungleich die Objekte größer, kleiner kriegen. Ansonsten sind sie nämlich immer genau gleich groß, wenn ich wieder zurückschrumpfe. Aber so kriegen wir auch Zwischengrößen hin. Und what? Was denn hier jetzt passiert, Leute? Ja, sowas ist jetzt natürlich hier gerade beim Krankenwagen. Bisschen lustig, da der Krankenwagen hier selber die Türen als eigenes Asset hat. Die hängen halt mit dran. Werden aber separat behandelt. Schießt natürlich nicht so. Und wie ihr seht, hatte ich auch gerade Movement Manager an. Das stelle ich doch mal wieder zurück. Dann haben wir nämlich erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und können weiter oder unendlich hüpfen. Mache jetzt in diesem Fall aber mal aus. Ja, stört jetzt nur. Und what? Jetzt ist er auf einmal weg. Einfach disappeared oder was? Einfach verschwunden. Lol, die Türchen. Eins klein, eins normal. Und jetzt wieder größer. Ich meine, jetzt ist natürlich klar, wir haben die Größen verändert von der Skalierung, weil ich 1 zu 2 gesagt habe. Da wird es immer größer. Lololol. Müsste ich vielleicht nochmal anpassen. Aber wir sehen, hier kommen schon lustige Sachen bei raus. Boing, boing, boing. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Jetzt wird auf einmal der Krankenwagen, der wird selbstständig, Leute. Oh mein Gott, der ist so groß, der hebt sich ja über die ganzen Gebäude hinweg oder was? Wo der überall dran drückt und die Objekte berührt. Huh? Schade, verschwunden. Oh, Menno, langweilig. Probieren wir es doch nochmal. Oder? Ja, also selbst wenn ich auf den Wagen ziele, manchmal klappt es nicht. Also da muss man eine gute Stelle erwischen, damit es wirklich tatsächlich den Wagen vergrößert und nicht hier die Türen. Das will ich doch gar nicht. Mensch, und was ist denn jetzt los? Und tschüss, Sikorsky, oder was? Und da geht der Krankenwagen ins Nirvana. Blopp. Und weg ist es. Wo bist du hin, Krankenwagen? Ja, den hat es tatsächlich aus der Stufe gedrückt oder was, wie das aussieht. Ich sehe ihn auch nicht an der Decke. Tja, weg war's. Und habt ihr auch gerade gesehen, das war jetzt Freecam. Da könnt ihr ja auch komplett frei mit der Kamera euch bewegen. Unabhängig von eurem Charakter. Das ist natürlich eine feine Sache. Genauso wie wir hier auch das UI ausblenden können. Also die User-Interface-Elemente, sowas wie die Minimap. Oder auch die Hotkeys für die Funktionen.
Ja, dann nehmen wir uns doch nochmal einen Krankenwagen und positionieren ihn schön an eine freie Fläche, damit wir hier auf jeden Fall, wenn es sich vergrößert, dass es nirgendwo blockiert. Ja, ihr seht, jetzt haben wir noch ein Mini gemacht und jetzt aber doppelt so groß wie davor. Oh mein Gott. Ja, und er ist jetzt auch schon leicht beschädigt, leicht lädiert. Na gut, müssen wir wohl so akzeptieren. Wir sehen, die Türen, die glitschen hier halt echt ein bisschen lustig rum. Ja, der ist schon Schrottermobil. Den können wir wohl nicht mehr nehmen, oder? Ah, wollte ja gerade so als Sprungbrett benutzen, damit wir die Quest kurz anstarten, die Aufgabe. Genau, das machen wir doch nochmal. Ich will nämlich sehen, wie sich das jetzt verhält mit großen, kleinen Wagen und Patienten. Da ist ja Maukisan vorhin schneller gewesen. Und dann mal let's go. Ja, hüpf. Oh. Ja, da ist natürlich das Movement Manager schon gut. Dann hüpft er dann ein bisschen höher. Ey. Ja, ja. Mal kein Quatsch hier machen, Junge. Wolltest ja einfach in den Krankenwagen reinknallen. Das kann ich dir nicht, kann ich nicht zulassen, ne? Und dafür macht er ein bisschen Rodeo oder was? Rodeo, Rodeo. Und er wird voll überfahren. Oh Mann. Und der nächste. Ey Leute, ihr habt echt ein Fahrverhalten. Mensch, da steht ein Krankenwagen. Ihr könnt den doch nicht einfach anfahren. Macht ihr das denn echt auch oder was? Mensch. Das wird aber teuer, ey. Und uncool, wenn man so Rettungskräfte behindert. Das ist kein Spaß. In keiner Hinsicht. So, nochmal rüber zum Einsatz. Wir sehen, ist auf der anderen Insel. Im Vorort. Ja, hier sind ziemlich viele Gegenstände im Weg. Mach doch mal hier ein bisschen. So, jetzt aber. Jetzt kriegt er Speed. Wow, wow, wow. Muss gucken, dass wir noch eine Kurve kriegen. Der ist so fett auf, dass das ein bisschen lustig ist mit der Lenkung. Wow, wow, wow. Und er kratzt hier schon circa an der Mall. Wir sehen, er ist halt ein bisschen größer. Ganz leichter Krankenwagen. Etwas überdimensionierter. Und wir sind aber auch gleich beim Ziel. Irgendwo da hinten. Im Garten oder was? Im Garten, ey. Ah, da hinten, da sieht's aus. Ja, ich glaube, hier kann ich doch anhalten, oder? Da ist doch der Patient. Wollte gerade schon die Tür aufmachen. Brauchen wir aber gar nicht in dem Fall. Hallo, hier ist der Krankenwagen. Gibt's hier Verletzte? Hallo, hallo? Ja, hier. Hallo, ich komme doch gleich und nehme Sie mit. Schnell ins Krankenhaus mit Ihnen. Ob wir da überhaupt so die Bahre reinkriegen mit dem Patienten drauf? Ja, sieht ein bisschen hoch aus. Ja, reinschmeißen. Oh, nee, ist zu schwer oder was? Ja, was machen wir denn da, Junge? Oh mein Gott, das habe ich riesig gemacht. Wo ist er jetzt hin? Jetzt ist er voll weggeflogen. Oh mein Gott, Patient ist weggeflogen. Leute, der Patient ist weggeflogen. Schnell hinterher. Schnell hinterher. Ist er im nächsten Vorgarten gelandet oder was? Bevor die Hunde dran knabbern. Ja, Spaß. So, dann einpacken, würde ich sagen. Mein Gott, der Timer läuft auch schon. Das reicht uns aber nicht mehr ins Krankenhaus, oder? Das ist ja ungünstig. Da machen wir noch einen kleinen Trick. Schöner Anwendungsfall, was Asamots uns hier bietet. Ihr seht, der Timer ist stehen geblieben bei 9 Sekunden. Habe jetzt ewig rumgesucht. Doch fast 40 Sekunden gebraucht. War ja schon knapp, dass dann doch abgebrochen ist. Ja, aber jetzt können wir hier ein bisschen weiter rummachen, ohne dass die Zeit abläuft. Ja, und kriegen wir ihn hier rein? Oh, das ist aber knapp. Die Tür ist hier halt echt ungünstig im Weg. Die kann ich aber auch nicht so wirklich aufmachen. Na, Knopf drücken würde, glaube ich, gehen, aber dann steht es ja noch ungünstiger, oder? Na. Ja, wir sehen, wir haben ja unseren Riesenpatienten. Boah, ist der riesig, Leute. Das ist ja, als würden wir hier einen Riesen ins Krankenhaus bringen, oder? Da sind ja die Schwimmflossen größer als der Wobbly. Also als ich selber, oder? Ja, so. So geht das doch. Ja, super, festgeklemmt. Das ist doch gut. Das geht so, das hält so. Da kommst du jetzt mit. Jetzt geht's mit Krankenhaus, Junge. Ab geht die Post. Irgendwie. Bist du schon wieder blockiert, oder was? Was ist denn hier los? Oh, diese Akkofahrer. Ich krieg da immer einen Föhn. Junge, machst du das immer so mit dem Krankenwagen oder was? Ey, und noch jemand oder was? Ich merke schon, irgendwas drückt immer noch dagegen. Boah, ich krieg einen Föhn. Leute, was ist denn hier los? Boah, Mensch, 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 echt mal ein bisschen hier Benimmregeln mit einpacken, Junge. So, das hast du davon. Macht mal auch nicht hier Krankenwagen blockieren. Geht mal gar nicht, Junge.
Kannst du gucken, wie deine Kiste wieder umkippen kannst. Oh nein, dafür ist jetzt unser Goliath-Patient hier wieder runtergefallen. Mensch, also so geht das aber nicht. So, also müssen wir mal gucken, wie kriegen wir den da rein? Ah, okay, dafür sind die Türen jetzt weg. Das ist vielleicht gut. Ja, sehr gut. Da können wir nämlich so reinmachen. Und einsteigen. Boing. Na, da muss ich jetzt natürlich etwas vorsichtiger fahren, da jetzt keine Tür mehr vorhanden ist. Hey, davor hatte ich aber auch keinen Effekt gehabt. Ey, Junge, der nächste Agrofahrer. Ich krieg hier Wöhn oder was? Mach hier Platz. Das ist ein Krankenwagen. Mensch. So, dann ab ins Krankenhaus. Rüber geht's. Boah, ja genau, ein bisschen gebremst, damit er da sich so anders positioniert. Unser Riese. Und schaffen wir das hier rüber, ohne dass wir einen Patienten verlieren? No pain, no gain, so auf die Art. Mal probieren, wir haben es geschafft. Man muss halt auch ein bisschen risikobereit sein, ne? Ist ja hier ein Rettungseinsatz, Junge. Und die Zeit läuft uns ja fast davon. Aber eben nur fast. Also nehmen wir ja schon eine tolle Sache, Asamots. Da könnt ihr ein bisschen auch nachhelfen bei den ein oder anderen Situationen. Und habt ein bisschen mehr Freiheit im Spiel. Und hier auch angekommen mit unserem Riesenpatienten. Kriegen wir den überhaupt durch die Tür durch? Jo, da habe ich meine Zweifel. Aber wir probieren's. Leute, macht schon mal die Tür auf. Hier kommt ein Patient. Eilig, wir haben nämlich auch nur noch 9 Sekunden. Wir haben echt keine Zeit, weil die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Ja, Junge, du bist echt so huge. Zu mighty, da kriegen wir dich nicht durch. Ja, was machen wir denn da? Voll verkeilt in der Tür, das ist ja nicht so toll. Nicht so Dolovic. Ja, können wir dich vielleicht ein bisschen drehen oder so und dann... auch nicht. Ja komm, mach dich doch ein bisschen schmaler. Was ist denn los, Junge? Du musst ja ein bisschen Bauch einziehen. Wir sehen, wir kriegen ihn nicht durch. Na gut, ich glaube, da müssen wir doch wieder verkleinern, hä? Oder? Oder kriegen wir es so seitlich durch? Da könnte es sonst noch so gehen. Na, oder von der Seite, aber ich glaube, dann geht die Tür nicht auf, oder? Ja, wir sind so weit weg von der Tür, dann geht die Tür nicht auf, lol. Okay, wir müssen hier ran. Weil er erst ab einer gewissen Distanz die Tür öffnet, wie es aussieht. Okay. So, nochmal. Vielleicht gerade genauso durch. Nee, echt die Schwimmflossen im Weg, oder? Oder die Räder. Schwimmflossen oder Räder. Na. Na, na vielleicht so jetzt. Na, komm schon, Mann. Okay, es will nicht. Ich glaube, wir müssen doch kleiner machen. Führt kein Weg drumherum. Dann wieder hier unsere Toolgun und im Resizer können wir dann das Item wieder stumpfen. So, moin. Oh, jetzt ist er ja so mini. Lol. Und das geht ja auch. Der ist ja so mini. Der Mini-Mini. Den kann ich ja fast nicht in die Hand nehmen, ey. So klein ist der. Muss ja angucken. Wie sieht denn das aus? Oh. Mini-Schrumpf-Patient. Sieht ja fast aus wie vom Puppenhaus, oder? Schon so ein bisschen. Oder als Actionfigur. Hey Doc, guck mal! Wir haben dir hier einen kleinen Patient. Kannst du da auch was machen? Habt ihr da was? Ja? Habt ihr da irgendwie Miniaturgeräte? Ja? Okay, sehr schön. Yeah, Leute. Ihr habt gesehen, ob groß oder klein, wir können auf jeden Fall abgeben, wenn wir den Patienten denn wirklich ans Ziel bekommen. Genau. Und wir sind auch am Ende dieser Folge und ich hoffe, sie hat euch gefallen und ein bisschen auch was über Asamots zeigen können. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst es mich doch in den Kommentaren wissen und hier geht's zum nächsten Video. Macht's gut!